Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oblivion. Ja, leider jetzt von einer ganz anderen Stelle, denn eigentlich war ich ganz woanders. Ich habe Modrin Orin jetzt schon aus der Kämpfergilde abgeholt. Ja, mir ist das Spiel leider ein bisschen abgestürzt. Und was ist das hier bitte? Das ist doch schon wieder nicht richtig hier. Ah, ich glaube, ich muss dann nochmal was an den Mods ändern. Ja, ich glaube, ich muss da sehr viel an den Mods ändern, weil das hier ist auch nicht richtig. Ja, leider ist mir das Spiel jetzt mal abgestürzt. Und jetzt steht da auf dem Bildschirm die ganze Zeit bei OBS, dass ein Encoder-Fehler beim Aufnehmen aufgetreten ist. Ach, hier ist er ätzend. So, das Problem ist einfach, ich komme nie aus dem Spiel raus. Ja, was ist beim letzten Mal passiert? Ja, das letzte Mal habe ich die Folge beendet in Koroll. Und ja, wir sollten jetzt nach Lea Vin reisen und Modrin Orin treffen. Den habe ich jetzt bereits schon getroffen, denn es geht hier um die Schwarzwaldrotte. Die sollen wohl in verdächtigen Machenschaften verwickelt sein, und Modrin Orin vermutet, dass die halt ja korrupt sind, und das sollen wir jetzt mal beweisen. Und das werden wir jetzt auch tun. So, vielleicht dürfen wir jetzt, wir müssen jetzt hier hoch in, nach Apenien. Es kann sein, dass ich mich jetzt zweimal, oder euch zweimal begrüße. Dass vielleicht der Rest von der anderen Folge noch über ist. Das werde ich nach dieser Aufnahme dann sehen. So, hier ist das Spiel jetzt mal stehen geblieben. Abgestürzt. Nicht abgestürzt, nicht stehen geblieben, sondern... Okay. Ja Gott. Also ich werde dann auf jeden Fall den restlichen Teil noch mit einbauen. Aber das scheint ja auch nicht mehr richtig zu sein. Na, ich muss herausfinden, wozu das hier gehört, zu welcher Mod. Weil das ist auf jeden Fall Kacke. Ja, Mods machen wieder nur Probleme. Nee, ich will jetzt nicht in diese Ruine da. Ich will unseren Auftrag ausführen. Weil das hier ist auf jeden Fall kompletter Mumpitz. Ich vermute, dass er jetzt gerade ziemlich überfordert ist mit den Mods, aber ich will wenigstens noch diese Folge beenden. Oh, hier laufen Leute rum. Was ist? Philipp France. Ja? Hi. Es ist kein Problem, von der Kaiserstadt nach Lea Vin zu reisen, für einen Zauberer, der übers Wasser gehen kann. Ich würde allerdings die Straßen meiden. Oh, okay. Ja. Auch ihr. Ihr seht wirklich clever aus. Ja, Hans Grohubrak. Du auch. Wie schön euch zu sehen. Floyd Nathans. Irgendwas hat doch das Dorf hier für eine Bedeutung. Ja, normalerweise ist hier ja so Gras, was sich auch bewegt, aber das bewegt sich ja überhaupt nicht hier. Oh, Hilfe. Ich starte mal ganz kurz das Spiel neu, okay? Ja, ich würde die Aufnahme nochmal eben pausieren. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Jetzt musste ich die Aufnahme leider gerade neu starten. Ah, das wird wieder eine Arbeit, das zusammenzuschneiden, aber okay. Kriegen wir hin. Ja, leider hat das Ganze nichts gebracht, außer dass hier jetzt wieder mehr Gras ist, aber dieses Gewumsel ist immer noch hier dazwischen. Ich glaube, das kommt von dem Grassmod. Tut mir leid. Dann muss ich den vielleicht nochmal komplett ausstellen oder komplett runterschmeißen. Mache ich dann zum nächsten Mal. Ich habe jetzt tatsächlich doch nochmal was ausgestellt, und zwar also von der Mod, es gibt ein komplettes Mod-Paket, wo halt alles verändert wird. Gott, das lädt hier gerade so scheiße, ne? Wo Wasser, also natürliches Wasser und alles, ne? Dieses ganze Gespiegle. Und ich habe jetzt den zum Beispiel mal ausgestellt.
Also ich denke, ich werde den Grass-Mod also mal komplett einmal rausschmeißen, weil das hier ist halt, das sieht ja auch nicht schön aus. Also wenn das von dem Grass-Mod kommt, das weiß ich ja natürlich auch nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt von dem aktuellen Mod kommt. So, das Wasser sieht jetzt auch gerade ganz schwierig aus, ne? Tatsächlich gefällt mir das schon wieder nicht mehr. Hat sich da jetzt irgendwas verändert? Wer nervt? So. Ach man, ich wollte doch, dass das Spiel schöner aussieht. Also das ist ja auch schon wieder irgendwie so Mist hier mit dem Wasser. Wo ist eigentlich Modrin Orin? Das ärgert mich schon wieder. Also, es hat jetzt gerade eigentlich ganz gut funktioniert. Ich werde den Grass-Mod mal komplett runterschmeißen. Aber ich glaube, dass der hier gerade ziemlich viele Probleme verursacht. In Verbindung mit dem anderen Mod, den ich da habe. Okay, der Modrin ist jetzt nicht mehr da. Ach, da ist er ja. Hey, mein Friend. Alles okay? Gut, dann können wir jetzt hier reingehen. Ja, es sieht echt nicht schön aus, also sorry. So, Arpenien. Sehen wir uns einmal. Ja. Habt ihr gehört? Jemand hat das Grab von Latasa entweiht. Kein Wunder, dass der Geist diesen Ort heimsucht. Okay. Wer war Latasa nochmal? Keine Ahnung, wer das war. Gut gekämpft, mein Freund. Irgendwie Angst um dich. Weiß nur nicht warum. Oh oh. Nee, da gehen wir mal außen rum. Boah, das ist auch eine gemeine Falle, ne? Ne, warte mal, da ist gar keine Falle. Da ist eine Falle, hundertprozentig. Okay. Speicher mal zwischendurch. Eine Truhe. Oh nein. Schneller. Geh schneller auf. Ein Rubin. Schön. Okay, hier kommen wir gar nirgendwo lang. Wir müssen da hinten lang. Das finde ich aber schön, dass er immer nur uns angreift, dieser Stein. Wow. Alles in Ordnung? Warum ist da hinten ein Geist? Oh, scheiße. Hallo, Rädchen. Okay, mal warten. Alles noch Tutti bei dir, so? Dein Eisenrüstungssachen und so? Geht's denn hier hin? Ach, jetzt
Jetzt sind wir hier oben. Okay, hier war nur die Truhe. Ah, das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen, dass das mit den Mods gerade wieder ein bisschen schwierig wird, aber... Ja, wenn man da mitten in der Aufnahme ist, jetzt habe ich natürlich zwei Stücke wieder. Einmal die 2 Minuten. Aber machst du nix, ne? Oh nein. Natürlich viele Fallen hier, ne? Oh nö, das ist hier gar nicht der Weg. Jetzt hier lang? Ne, da. Warte mal, eben auf die Karte gucken hier. Okay, von da sind wir gekommen. Wie kommen wir denn da hoch? Ah, da lang. Okay. Haben wir hier hoch? Oh Gott, schon wieder so eine Falle. Ah! Wo ist denn der Moor? Ach, da. Ups. Ach so, hier mussten wir gar nicht lang. Hä? Oh nö! Sehen wir uns. Ja, aber wir haben uns ja jetzt schon umgesehen. Später. Ja. Ups. Heieiei, so, dann gehen wir jetzt nach da. Wenn wir hier lang gehen. Nee, wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen den Weg hier, oder? Kann man den überhaupt gehen? Müsste doch eigentlich gehen, ja. Hua. Hä, aber... Wo sollen wir uns denn hier noch umschauen? Hier ist nix. Also, beim besten Willen, Leute, ich weiß nicht, was er hier noch umschauen möchte. Hier ist ja nix. Und vor allem, wo ist er jetzt? Nicht, dass wir ihn jetzt verlieren. Kann der hier eigentlich sterben? Wow! Fuck. Ich muss mich mal heilen hier. Ganz komische Quest schon wieder. Wow. Nichts. Ich wusste es. Azani Schwarzherz ist nicht hier. Weder tot noch lebendig. Okay. Diese Bastarde. Es gab keine Schlacht. Azani muss eine Absprache mit der Dunkelforstrotte gehabt haben. Ich denke ja, dass sie ihn dafür gezahlt haben. Sie holen die Waffe für Argot, streichen den Lohn ein und sagen Azani, wo der Magier ist. Für Schwarzherz ist es einfach, das Geld für die Waffe zu bekommen. Was machen wir jetzt? Wir finden Schwarzherz und holen uns diese Waffe. Wir erfüllen diesen Auftrag und dann lassen wir alle in Cyrodiil wissen, was hier passiert ist. Schwarzherz ist von den Ruinen der Eyelight fasziniert. Es gibt eine nordöstlich von hier namens Atatar. Ich wette, er hat seine Basis dorthin verlagert. Ich gehe voran. Seid vorsichtig, mein Freund. Wir werden es ihnen zeigen. Bist du sicher? Oh Gott. So, wir waren aber leider schneller als du.
Nee, warte, halt, stopp. Ich gehe hier gerade, glaube ich, komplett falsch. Nee, ich gehe richtig. So, raus hier. Aus diesem Loch. Naja, das ist auch nicht viel schöner hier, weil hier einfach das ganze Gras jetzt gerade fehlt. Ich muss da wirklich nochmal gucken bei den Mods, also... So schön wie es auch aussieht mit der Grafikmod, aber wenn die nicht richtig funktioniert, dann ist das Quatsch. Ach, nordöstlich, ne? Waren wir da nordöstlich? Wow, was? Wow! Soll ich jetzt etwa... Nee, sollst du nicht, aber du sollst jetzt mich in Ruhe lassen. Was ist denn los mit dir? Ach, hier... Einfach mich hier täglich angreifen, was soll das denn? Nordöstlich, da vorne. Guck mal. Hui. Oh nein. Oh, ich habe die ganze Zeit Angst, dass das Spiel nochmal abstürzt. Weil dann ist die Aufnahme auch wieder hin. Das wäre gerade ätzend. Oh Leute, ich glaube... Atata, wir sind da. Sollten wir da jetzt schon reingehen? Kann ja nicht viel passieren, oder? Dann gehen wir mal rein. Schauen mal, wen wir hier so finden. Vielleicht finden wir den Schwarzherz ja. Oh. Wow. Banditen. In den Ruinen? Also hat er Banditen beauftragt. Netter Einfall, muss ich ja schon sagen. Wir warten mal eine Stunde. Ist unser Freund jetzt eigentlich auch schon hier? Hallo? Noch ein Bandit. Dann ist noch ein Bandit. Überall Banditen. Interessant. Hat er sie beauftragt? Okay. Zack. Haben wir das auch wieder. Da oben kommen wir nicht hin. Wie mir scheint. Zumindest noch nicht. Dann gehen wir erstmal hier runter. Atata Helia Dagomo. Wer ist das? Bleib mal stehen hier. Gute Frau, wir können doch auch reden. Wir könnten auch darüber reden. Man kann immer über alles reden, aber... Ja, gar keiner. Doch gar nicht hier. Wer ist da? Oh. Ich wundere es ja, dass so viele Rotwardonen hier Banditen sind. Sind das nicht so edle Kämpfer? Scheinbar ja nicht. Vor allem machen sie die ganze Zeit mit den Khajiit gemeinsame Sache.
Keine Falle. Aber da vorne sind wieder Fallen. Oh. Uns hält auch so eine Falle nicht auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch hier wieder irgendwas auf uns wartet. Mach mal schnell auf hier. Ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Camper Magier? Heißen die eigentlich wirklich Battle Magier oder ist das einfach eine falsche Übersetzung von Battle, also Kampfmagier? Ich glaube, das ist eher eine falsche Übersetzung, oder? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Battle Magier, also was ist denn ein Battle Magier? Der battelt ja dann, oder wie? Ah, Hilfe! Tja, das war ja wohl nix. Hey, warum ist denn hier immer noch Kampfmusik? Ach, wegen den Ratten da unten, ne? Ne, wir müssen jetzt weiter hier runter. Denn wir müssen unseren Freund ja finden. Wo ist eigentlich unser Freund hier? Wir sind hier schon wieder ganz alleine. Hallo, wer ist da? Tut mir leid, aber uns hattest du jetzt nicht den Hauch einer Chance. Schwarzherzring. Horin und ich haben Asani Dunkelherz gefunden und besiegt. Naja, also, ich weiß ja nicht, wo Horin ist, aber ich bin hier. Zwei Gold. Wahnsinn. Nett hat das hier sich gemacht, ne? Muss man ja mal sagen. Schauen wir uns doch mal näher um. Was haben wir denn hier? Noch ein Rubin, ein bisschen Gold. Und einen Lebenstrank, den wir auch noch mitnehmen. Silberschlüssel. Schüssel, nicht Schlüssel. Okay, hier geht's noch weiter runter. Sonst noch irgendwas hier? Nö, scheint nur hier lang zu gehen. Oh, Wasser. Schön. Water, Water, Water. So. Dann boxen wir das alles mal zur Seite hier. Und hier geht's wieder raus. Okay, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, jetzt sind wir hier oben. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich glaube, hier bin ich komplett falsch, aber egal. Wir finden schon einen Ausweg. Wir finden immer einen Ausweg. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder hoch? Ich glaube, man kommt hier gar nicht hoch, ne? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Warum wird man dann hier hingelotst? Humbug.
Wahrscheinlich wegen der Truhe hier. Hm. So, doch wieder hier rein. Na gut, na gut. Hä? Bin ich denn hier? Geht's aber hier lang. So. Wo ging's jetzt hier nochmal raus? Hier, glaube ich, ne? Und wie kriegt man denn das hier hoch? Geht das irgendwie hoch? Wobei, da ist eh nur ein Welkenstein. Sprach er und hätte den gerne gehabt, aber naja, gut. Atata, so. Oren kommt wahrscheinlich jetzt erst hier an. Frag mich, wo der hin ist, also. Wo der gelandet ist. Aua. Ups. Ups. Ich glaube, das war nicht so gesund, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber egal. Dunkelforst. Oh, da sind wir wieder. Okay, ich bring mich hier auch noch selbst ins Grab. Wo müssen wir denn jetzt hin? Arpenien. Ach, ist der noch da hinten, oder wie? Lahme Schnecke. Oh, Mann! Was mache ich denn hier? Hat er nicht gesagt, er geht vor? Warum ist er denn noch nicht da gewesen? Boah, ich speichere gerade so oft ab, ne, weil ich Angst habe, dass das einfach wieder hängen bleibt. So, dann gehen wir jetzt wieder hier rein. Alter, der ist immer noch hier. Was ist das denn? Wo läuft der denn noch rum? Sag mal, du Flachpfeife. Zani Schwarzherz ist tot und unsere Brüder sind gerecht. Ja, toll. Wir reden noch. Azani. Wir reden. Ja, und was passiert jetzt? Azani. Ja, aber was passiert denn jetzt? Wir reden noch. Hä? Sag mal, wie lahm ist der denn? Wo will er denn jetzt hin? Will er jetzt zurück nach Koroll oder was hat er jetzt vor? Ich folge dem jetzt einfach mal. Azani. Ja, das habe ich schon verloren. Wir reden noch. Vielleicht verlässt er jetzt auch die Ruine und dann können wir erst mit dem reden. Kann auch sein.
Wir werden sehen. Das ist aber auch echt eine große Ruine. Weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal zurück nach Kuroll und schau einfach, wenn er dann da ist, ist er dann da, ne? Wenn nicht, dann ist er nicht da. Da er ja Richtung Kuroll geht, nehme ich mal an, wird er da sein. Ist er jetzt immer noch da unten? Alter, wie verbuggt ist denn die Scheiße hier? Meine Güte. Warte jetzt einfach mal so. Wir warten jetzt einfach mal so lange, dann wird er ja bestimmt auch wieder hier oben sein. Ist er jetzt immer noch da unten? Oh Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Was soll das denn? Boah, dieses Spiel, ey. Was ist denn gerade los damit? Warum steht der denn jetzt hier wieder? Ist der dämlich oder was? Wo will der denn jetzt hin? Idiot. Ja, das habe ich schon gehört? Vernommen, dass der tot ist. Wir haben ihn doch getötet. Wo willst du jetzt hin? Ich laufe jetzt nicht mit dem bis nach Kuroll. Was ist das denn für ein Scheiß? Azani. Alter, weißt du, wie weit wir dann laufen müssen, wenn ich jetzt mit dem nach Kuroll laufe? Das ist doch bescheuert. Boah, sowas nervt mich, ey. So eine verbuggte Scheiße. Nee, gerade rege ich mich echt ein bisschen über das Spiel auf. Ey, muss ich jetzt wirklich mit dem bis nach Kuroll laufen? Das ist doch bescheuert, ist das doch. Nö, der läuft einfach auch nur weiter, wenn wir bei ihm sind. Ja, Leute, ich glaube, das werde ich dann offscreen machen. Dann laufen wir jetzt mit ihm einfach so lange, bis es geht, ne? Vielleicht mal die Folge heute auch etwas kürzer, Leute. Also, es tut mir echt leid, aber das ist ja echt... Wo geht er denn jetzt hin? Hä? Geht der jetzt nach Atata? Was will er denn da? Hä, was hat er denn jetzt vor? Ja, ist in Ordnung. Mehr könnt ihr also nicht. Ganz toll. Was will er denn jetzt in Atata? Da waren wir doch schon. Ich folge ihm jetzt einfach mal. Und vielleicht... Ich weiß ja nicht, was er da drin noch will. Weil der Typ ist ja tot. Was mit dem Gras? Das sieht doch so scheiße gerade aus.
bin gerade richtig unzufrieden mit dem Spiel, ne? Also auch dass hier die Fahne so mitten im Weg hängt. Das ist alles nicht so richtig. Da werde ich zum nächsten Mal auf jeden Fall noch ein bisschen was optimieren müssen. Aber das ist halt leider, das ist bei Mods ist das immer so ein Ding. Das ist ja bei Skyrim nicht anders, bis man da alles so hingekriegt hat, dass es läuft. Dauert das schon etwas. Ich finde das gerade ein bisschen bekloppt, dass er jetzt nochmal dahin läuft. Was will er denn jetzt noch da? Der Typ ist doch tot. Aber na gut. Wie er will. Endlich ist er tot. Gute Arbeit. Habt ihr seinen Ring gefunden? Ich möchte ihn als Beweisstück, dass es nicht die Dunkelforstrotte war, die ihn besiegt hat. Okay, hier. Ihr habt es. Gut. Damit kann ich beweisen, dass wir ihn umgebracht haben und nicht die Dunkelforstrotte. Das habt ihr gut gemacht. Nun hebt euch hinfort. Ich gehe zurück nach Koroll. Wenn es mehr zu tun gibt, werde ich es euch wissen lassen. Ihr habt Beeindruckendes geleistet. Deshalb sollt ihr den Rang eines Wächters der Kämpfergilde erhalten. Okay, wir sind also nur Wächter. Wiedersehen. Ihr habt aber ist mir ein... Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich gehe jetzt einfach mal zurück nach Koroll. Bin gespannt, was da so los ist. Oder müssen wir jetzt wieder zu Burzgokash oder Azan? Müssen jetzt da wieder neue Aufträge machen. Wir werden sehen. Jetzt sind wir gerade erstmal in Kohl. Und gehen erstmal zur Kämpfergilde und schauen uns mal dort um. Sieht aus, als wärt ihr geschickt im Führer. Ich hoffe, ich. Momentan habe ich nichts für euch. Vielleicht seid ihr ja auch bereit für ein... Okay, wir müssen also jetzt wieder mit Azan oder Burzgokash sprechen. Azan hatten wir beim letzten Mal, dann würde ich jetzt tatsächlich zu Burzgokash gehen. In Chardinal. Und... Mal schauen, was er so für uns hat. Oh, hier sind die Gräser auch eingefroren. Nee. Hier sind die ganz normal. Das ist so komisch. Ich weiß nicht, an welcher Mod es liegt. So, Kämpfergilde. Was kann ich für euch? Habt ihr einen Auftrag für mich? Ich habe etwas für euch. Könnte hart werden. Ihr müsst ein paar entflohene Sträflinge einfangen, ihr Anfänger. Ich bin kein Anfänger mehr, wir sind schon Wächter. Aus dem Gefängnis in Braville sind ein paar echt harte Fälle ausgebrochen. Seitdem terrorisieren sie die Bevölkerung. Die Stadtwache taugt nichts, also übernehmen wir das. Auf geht's! Alles klar. Anscheinend sind es 3 oder 4. So richtig übel, wie man so hört. Ihr kümmert euch um sie. Vielleicht habt ihr Glück und sie geben auf. Na, so viel Glück haben wir nie. Findet die Flüchtlinge. Macht euch nützlich. Natürlich. Ach, Burzgokash ist auch immer so ein bisschen garstig, ey. So Braville, sagst du? Dann gehen wir mal nach Braville. Wie geht's? Ja? Wisst ihr etwas über die Flüchtlinge in dieser Stadt? Ich sage dazu gar nichts, nicht vor euch. Ich kenne euch ja kaum. Na, vielleicht kann man ja, Was? Ihr seid aber wirklich jetzt süß. Vielleicht? Natürlich habe ich von ihnen gehört.
Erzählt niemandem, dass ihr es von mir wisst, aber man munkelt, dass sie sich in der Blutmain-Höhle versteckt halten. 4 von ihnen. Das sind unerfreuliche Neuigkeiten. Ja, das stimmt wohl. Okay, Blutmain-Höhle. Durchfuhr. Ja, aber wie ich ja bereits angekündigt habe, werde ich die Folge heute etwas kürzer machen, weil ich das doch gerne mit den Mods optimieren möchte. Weshalb ich mich an dieser Stelle jetzt schon verabschiede und wir werden die Flüchtlinge dann beim nächsten... Seltsam. Kannst du mal die Klappe halten? Oh, ja. So, wir werden die Flüchtlinge dann beim nächsten Mal ausfindig machen in der Blutmain-Höhle und dann werden wir sie, ja, zum Aufgeben bewegen oder vielleicht müssen wir sie auch töten. Ich nehme an, dass Letzteres geschehen wird. Ich bedanke mich natürlich trotzdem wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Es tut mir wirklich leid, dass es heute etwas kürzer geworden ist, aber ja, mich stört das mit den Mods wirklich so ein bisschen. Und ich will das einfach optimiert haben. Und ja, deswegen auch wieder heute, auch ja, habe ich es auch wieder nur geschafft, 2 Folgen aufzunehmen. Aber mein Gott, das ist jetzt, glaube ich, das geringste Übel. Und beim nächsten Mal geht es dann hier in Braville weiter. Irgendwie beenden wir die 2. Folgen immer in Braville. Und ja, ich würde sagen, das soll es heute gewesen sein. Ich sag mal bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich mit einer besseren Performance und ja, funktionierende Mods. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich grüße euch.